So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Heute also hier ein weiteres Video zu WWE 2K24. Wir starten jetzt in den Meine Fraktion, in My Fraction, in den Modus hinein, den es jetzt das dritte Jahr, glaube ich, in WWE gibt, nachdem er ja in sämtlichen Sportspielen anderer Publisher und auch natürlich 2K mit Basketball beispielsweise ja schon seit etlichen Jahren existiert. Ich finde ihn ganz gut. Schauen wir mal an, wie er sich dieses Jahr spielt und dann gehen wir mal rein, denn ich werde ja durch meine Vorbesteller- und Versionsboni sicherlich jetzt auch hier gleich mal ein paar ganz gute Karten schon zum Start haben und ich würde sagen, wir ziehen uns das mal gemeinsam rein. So, ihr seht es jetzt hier. My Faction. Gründe deine Fraktion. Klar, wähle aus Hunderten von freischaltbaren Cosmetics wie Fraktionslogos, Wallpapers und Namensschildern. Werden wir gleich machen, na klar. Sammle Superstars, verdiene neue Karten, indem du neue Kartenpacks im Shop kaufst, Tokens verdienst und an verschiedenen Spielmodi teilnimmst. Ja, auch okay. Und upgrade dein Weg zur wahrer Größe. Ganz klar. Verbessere deine Traumfraktion, indem du Herausforderungen abschließt, Belohnungen bei Herausforderungen und Live-Events verdienst und dir neue Superstars auf dem Kartenmarkt und dem Tokenmarkt holst. Ja, soweit so gut, soweit auch so unspektakulär. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal rein und ziehen mal unser Starter Pack. Wir gehen mal rein. Highflyer, eine Mischung aus Highflyern, Superstar-Karten, Managerin, Cosmetics und Seitenplatten. Okay. Kraftpakete, also Highflyer auf keinen Fall. Eine Mischung aus Kraftpaket, Superstar-Karten, Managerinnen, Cosmetics und Seitenplatten. Ja, kommt schon in die bessere Auswahl für mich. Schläger. 20 Karten, eine Mischung aus Schläger, Superstar-Karten, Managerinnen, Cosmetics und Seitenplatten und Techniker. Nee, ich nehme Kraftpakete. Würde ich mal sagen, dann legen wir mal los hier mit unserem ersten Squad. Einundsiebziger Emerald. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gleich auf alle zeigen, sonst dauert das auch zu lange. Oh, die 71er ist dann hier schon die beste. Darf man das so deuten? Okay. Nun gut. Ah, hat man quasi immer eine etwas bessere. Dann haben wir hier Raquel Rodriguez, okay. Also Emerald war natürlich jetzt eben die Kartenwertigkeit, nicht der Wrestler ganz eben. Da habe ich eben beim Kommentieren einen kleinen Fehler gemacht, aber denke, das darf mir dann auch mal passieren. Oh, schauen wir mal, die sieht schon noch ein bisschen besser aus, dachte ich. Nee, ist nicht. Sheamus mit einer 68er Karte, okay. Outfits. Verstehe. Namensschild, Wallpaper, Logo. Ja, verstehe. Na gut, schauen wir mal. Das sind dann hier Sideplates. Also da kann man quasi Perks oder Fähigkeiten auf die Karten noch anwenden. Fraktionskrieg-Ticket. Okay. Gehen wir mal weiter. Ja, nehmen wir jetzt erstmal so mit. Wo kann man denn jetzt hier? Kann man denn jetzt hier groß und klein? Achso. Ja, wir benennen sie einfach mal Minga. Ist jetzt auch nicht. Hier, das war natürlich dann entsprechend Bron Breakker, ne? Und jetzt könnten wir hier im Prinzip schon mal die ersten Karten sozusagen reinmachen. Klar. Dann machen wir natürlich die Frauen, da haben wir weniger Auswahl. Schon fast gezwungen, alle vier zu nehmen.
Jawohl. Gehen wir mal weiter. Passe deine Fraktion an, gib deiner Fraktion eine eigene Identität mit eigenem Logo, Namensschild und Wallpaper. Alles klar. Da wir erstmal nur eins haben, hier auch. Auch hier. Geht's gar nicht anders. So. Okay, Manager. Können natürlich die Attribute der Leute meiner Fraktion steigern, ganz klar. Und die haben natürlich einen eigenen Stil. Oh, klar, aber ich glaube, ich habe ja jetzt erstmal nur einen. Insofern habe ich da noch nicht so ganz die Möglichkeiten. Okay. Anmeldebonus. Ah, da kriege ich jetzt noch meine Boni. Sehr schön. Habt ihr es gesehen? Da waren dann auch die. Ah, hier kann man die Spin-Codes einlösen. Okay. Die es dann immer wieder in Social Media gibt. Ja. Tägliche Herausforderungen. Okay. Klar. Intro-Herausforderungen. Lifetime-Herausforderungen. Also Quart. Täglich, das andere könnte jetzt theoretisch wöchentlich sein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Lifetime ist natürlich dann so ein permanentes Ding, ja. Schneller Hustle. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut vom Aufbau. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber erstmal eine relativ klare Struktur, wie ich finde. Wie ihr seht. Herausforderungen, Spin-Codes, Spielen, Faction Wars, wöchentliche Türme, War, Providing Grounds, Mehrspieler, Ranked, okay, das ist ja auch interessant. Und Shop. Klar, Tokenmarkt, VC kann man sich holen, ungeöffnete Packs, da gehen wir mal hin. Da dürfte noch irgendwas Vorbestellertechnisches drin sein, das dürften die hier sein. Oh, das sieht schon ganz gut aus hier. Nightmare Family Pack und Deluxe Edition Pack, sehr gut. Aber erstmal werden wir das hier öffnen. Okay, oh, jetzt bin ich mal gespannt. Könnten schon mal ein ganz paar ordentliche Wrestler drin sein. Dusty Rhodes mit einer 74er Karte. Okay. Dann die Karte vom Cody Rhodes. Eine 74er Karte. Die hat zwei Slots für Seitenplatten. Okay. Ruby ist der Manager. Aha, ein Hund. Aber dürfte sicherlich schon bessere Fähigkeiten haben als der, den ich drin habe. Werden wir uns gleich mal anschauen. Okay. Ich sage, gehen wir mal hier rein. Zwei Mädels, 69er. Ja gut, ich habe natürlich jetzt hier nicht drauf spekuliert, dass ich hier eventuell meine Teams gleich mit 80er oder 90er Karten hier umgeben. Das ist auch klar. Wir gehen mal auf Anpassen. Powerhouse. Line-up. Superstar wählen.
Klar, warum nicht? Können wir gleich mal die neuen Mädels hier reinmachen hier. Rhea Ripley auch noch eine 69er Dame. Wechseln wir mal hier rein. Eine 68er. So. Wo war denn jetzt eigentlich nochmal der Manager hier? Ah, hier seht ihr auch, wie sich das auf den Manager auswirkt. Listig, passt gut zu Highflyers, sehr gut zu Technikern. Ich würde ihn aber trotzdem nehmen, weil ich sag mal, der hat ja schon von der Karte Ruby, ne? Ruby dürfte trotzdem hier. Einen besseren Effekt haben als die Bronzekarte, sag ich jetzt mal. So, wir schauen uns mal an, was können wir denn jetzt hier? Aha. Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Ich will jetzt einfach mal bloß spielen. Fraktionskrieg. Ne, sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Gehen wir mal lieber hier rein in die Weekly Towers. Denk mal, das wird schlüssiger jetzt sein, gerade zu Beginn. Ah, erste Woche. Kann ich eine 77er Saphir von Free Agent Karte ist das. Die gilt dann wahrscheinlich nur für drei Matches, ne? 67. Boah, würde ich sagen, fangen wir mal mit Cody an. Und dann gehen wir mal rein, oder? Klar, erstes Match, auf geht's. A man from down under, Grayson Waller, looking to impose his will on his opponent tonight. Grayson Waller, sieht doch lustig aus, dass der so aussieht, ne? Grayson Waller. Oha. Sieht ja lustig aus. Strong knee connects. Oh man. Grayson is in big. Jetzt kommt schon ein Finisher? Lol. Rhodes looking to finish it here. Crossroads connects, but he's not done yet, Byron. Cody wants to put an exclamation point on this matchup. Cody, there it is. Now that's how you put the nail in the coffin. Well placed kick. Right to the face. My God. Cody looking to wrap this one up. Na, mal gucken. Cody Rhodes hooks his opponent. There's one. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Finisher, um ehrlich zu sein. Aber mal schauen, hat's schon gereicht? Jawohl, sehr schön. This has to be a frustrating loss for Grayson Waller. Ah, diese Mattel-Figur sieht schon lustig aus, aber hat schon auch seinen eigenen Charme, ne? Muss man ja auch mal wirklich sagen. Mein erster Sieg. Sehr gut. Täglicher Fortschritt. Gleich mal hier ein bisschen was geholt. Erhaltene
Meine Fraktionpunkte 90 Stück. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich weiter, oder? Kartendetails. Wo hat man denn jetzt hier auch gesehen? Die Anzahl der... Oder haben sie das weggenommen mit den Vertragskarten? Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Für wie viel Verträge man das die Karte nutzen kann. Und dann, es gab ja in den letzten Jahren immer Vertragskarten. Vielleicht haben sie das auch weggenommen. Das ist nämlich bei NBA 2K mit dem letzten Ableger auch weggenommen worden, was ich persönlich auch gut fand. Das sieht auf den ersten Blick fast so aus, weil ich jetzt eigentlich nirgendwo diese Informationen finde. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, nimm doch mal einen anderen Wrestler. Ja, lasst mich mal noch ein Match mit ihm machen. Fand das ganz cool eben. Und sieht doch schon mal alles ganz nett aus. A lot of people are labeling Carmelo Hayes as the future here in WWE. And Byron, I think Tom Cody. Carmelo Hayes came into WWE. Klar, ich meine, ne, die ersten Matches, da werdet ihr denken, boah, das ist ja total easy. Ich habe den Modus aber die letzten zwei Jahre auch gespielt. Jetzt mal unabhängig davon, wie viel oder wenig ich davon gezeigt habe. Aber das nimmt schnell zu, ja, die Schwierigkeit. Klar, die Wrestler werden stärker, die Gegner werden stärker. Ihr kriegt natürlich auch hier nicht jede Woche zwei 80er oder 90er Wrestler-Karten hinzu, ja, versteht ihr, was ich meine? Ja, jetzt dürfte es einfach noch ein recht großer Unterschied sein, ne? 74er Spieler, ein eigener. Heavy work being done to Hayes right now. Re-entering the ring now. You can see as he rises how vulnerable of a position he's in. Na komm. The ref still counting, might be a count out. We almost just saw a count out. Vicious right forward. Carmelo Hayes has a lot going for him tonight, Corey, but what does he have going against him? Ja, man kann schon schön wresteln. Ich habe ja auch letztes Jahr gesagt, der 23er Teil schließt eigentlich qualitativ wieder in die Riege guter alter Wrestling-Titel, auch meiner persönlichen Meinung nach. Und ich denke, das kann man beim 24er schon auch sagen. Na komm. Na komm. Wie gesagt, die ersten Matches, lasst euch davon nicht täuschen. Der Modus wird noch schwierig genug. Was ich persönlich hoffe, ist einfach die Tatsache, ich will jetzt nicht jedes Match in einer Minute abschließen, ja, so wie die ersten jetzt hier, sag ich jetzt mal. Das nimmt man natürlich gerne mit, aber der Modus hat eigentlich daran gekrankt, nach meiner persönlichen Meinung die letzten Jahre, dass ihr einfach für die Matches, gerade so für diese 2 gegen 2, 3 gegen 2, 3 gegen 3 natürlich so, gerade diese, wo mehr als 1 gegen 1 dabei war, einfach da auch dran gekrankt hat, dass einfach das too much war, ja. Dass diese Matches echt viel zu lange gedauert haben und ja, dann sind immer wieder Gegner in den Ring gegangen, gerade so bei 2-2, 3-3, wisst ihr, was ich meine? Und dann seht ihr da auch einfach echt kein Land, ja, das weiß ich nicht. Macht dann auch nicht so
Spaß, wenn diese Matches so ewig lange dauern, immer wieder der Gegner in den Ring rennt. Das war ja vom Gameplay her, wer mein angespielt Video gesehen hat, das war ja da schon ziemlich geil gelöst. Und da bin ich mal gespannt, ob das hier möglicherweise auch so gelöst ist. Boah, schöne Clothesline. Ist das ein Table Match? Nee. Leiternavigation. Während du eine Leiter hältst, drücke X, um sie aufzustellen. Du kannst Leitern in der Ecke aufstellen, indem du L in Ecke gedrückt hältst und dann X drückst, um die Leiter zu platzieren. Aha, okay. Na dann. She's getting it set up now. Oh, that can rock you. Ah, guckt euch das doch mal an. Das ist einfach Wrestling. Ne? Das klingt schon total blöd. Clipping habe ich noch nichts Negatives gefunden. Wrestling geht richtig gut von der Hand. Ach, da oben hängt der Koffer. Ah, ja, verstehe. Wir haben also eigentlich ein Table Match. Attacks on their own, but now the damage is exponentially multiplying. Oh, DDT. Debilitating attack on the leg. Impressive assault from Rhea Ripley. Gigi has run into a roadblock. Bullseye with the drop. Taking flight. Knock him. Sehr schön. Taken out from high above. You gotta be some special kind of crazy to do that. She's lost some of that energy she had earlier. Yeah, but you gotta pick the time to climb the ladder wisely. Ah, Wrestling, das geht einfach gut von der Hand. Unleashing a barrage on their opponent. Gigi's in a daze. Could be awesome. Da unten gibt's schon Finisher von mir. Look at this power with the prism trap. I'm gonna tap out here, but it ain't gonna matter. Look at this. She releases the hold. That's a little surprising, no? Ooh, what a damaging blow. Boom, head kick connects. On the apron. What? We might be close to the end. Boah, schöne Clothesline da hinten. She's surely revving up, but she better put the rubber on the road already. Boah, schön. This match is spilled out to the ringside area, and as we can see, tension's really running high now. Haha, schöner Konter. So muss es sein. This power all the way up. Boom, seated choke bomb. Constant pressure being kept on Zoe. Raquel's doing a great job remaining engaged with the opposition. Gets inside the ring, fishing for something beneath the ring. Oh, risky business is afoot with the ladder in play now. Hoffentlich stellt sie die Leiter wenigstens an den richtigen Platz. Gigi clearly wants a fight here. Oh, da habe ich einfach bloß die Taste eben geraten, um ehrlich zu sein, für den Konter. Na komm. This could end it all. Alabama slam face first.
Sofort Erholung natürlich. Heads out of the ring. What's next? She knows what an important equalizer the kendo stick can be. Connects on the kick. Whoa! Turn that kendo stick into a lawn dart. Unleashing a barrage on their opponent. Raquel's in position. So, jetzt gibt's noch einen Finisher hier. Take the competition out of the equation. And this might be just the right time to climb the ladder of success. Oh, God. Two-handed chokeslam. It's always disorienting taking those hits above the shoulders. She's setting it up right in the middle of the ring. Right under the prize. Perfect. So, die kümmert sich. Half and half suplex, lights out. Geh doch hoch, Mäuschen. Reminding her who all these people really paid to see. That's another focused attack to her torso area. And we see the attention being put on the torso area. Oh, what a clothesline. Drücke neben einer Leiter schnell wiederholt Kreis, um sie umzustoßen. Okay. Oh my, hanging on for dear life. No ladder, just a long fall awaiting them. Stick kick. Ja, jetzt gibt's richtig Mische hier. Aua. Oh, der hat gesessen. She heads out of the ring. Interesting strategy. Sieht komisch aus, wenn die auf der Leiter steht. She's enduring some damage. Big overhand. The mind games of Gigi Dolan on display right now. Schöner Move. Quick takedown there. Evades the attack. Big double axe handle. Really just laying it in. Oh, what a barrage of stops. All right, back to it. Returning to the ring. Danke. Klaus mit dem Finisher. Carefully placed stomp to the arm. A fireman's carry. Right into a spine buster. She's getting something from under the ring. And she's pulled out a steel chair. That could be an equalizer inside the ring. And she from the top. Oh, das war nix. Von hier oben. Oh, what a wind up. Starting, we're going to play a bit of the entire. And we're killing it. Und der Finisher. Competition from getting anywhere near a ladder now. She re-enters the ring now. No two ways about this. Zoe Stark wants a fight. What's she waiting for? She's looking more focused on gesturing rather than winning. Boah, schön. Schönes Manöver. Each contender wants to prove that they are the toughest woman walking God's green earth. I cannot believe the punishment these superstars are inflicting on one another. Boom! And a kick! Beautiful athleticism! This. Boom! Nice! Sehr gut. No. Bam! That kick will stop you in your tracks. Roundhouse takes them down. Zoe with the retaliation. Zoe Stark off the rope. Zoe Stark going low with a basement knee. She goes back inside the ropes. This could be big. Going up high. Taking flight. Oh, schön, wie die Kamera jetzt. Oh. Body
splash. Boom. Zoe Stark. Backflip. Backflip into a face buster. A move like that usually signals the end is near. But the final prize is still dangling above the ring. This place is going jetzt insane. Gibt's einen Finisher, Freunde. My feet is shaking. Here we go. Swing incoming. Boah, schön. Apron senton. Ooh, this fight is going down right in front of our faces. More up close and personal than I'd like to be. Dragon screw. Aua, da gab es erstmal hier einen Satz gegen die Treppe. I have no idea how anyone can climb a ladder in this condition, let alone do anything else they need to win this match. Oh, what a butt to the face! Basement drop kick. Coming back into the ring, back to the action. A bit of provocation from Dolan. Na, ist doch ein enges Match, ne? Sah am Anfang eigentlich recht eindeutig aus. Boah, das war's dann doch nicht. This is her time to shine, and don't you forget it. Up and around and down. And that could be it. That might be the last punishment she can absorb. Her body can only take so much before we see a full collapse. Big form. And the attacks up there must be taking their toll. Her vision's got to be seeing some dark spots at this point. Jawohl. Na. Aua. Oh, High Knee Lift. Gut kassiert hier eben. Gut kassiert. Dangerous thinking. She's getting back to her feet, but is there fight left? Take off. Excellent drop kick. And back into the ring she goes. She's got big plans. Delivering the suplex. Aua. Das hat wehgetan eben. Short clothesline line hits its mark. She says, no thanks. She's getting herself in the zone, but oh, der war schön. Das war ein guter Ausweicher. Oh, schön. We don't see this every day. The claw right to the shoulder of her opponent. I love it. I want to see it more. Boah, schön. Die Wrestling-Sachen gehen einfach gut von der Hand. Und das ist eben das, was schon Spaß macht. She better shake the cobwebs before her opponent makes that climb. Rhea Ripley. Ah, schade, den Move hätte ich jetzt gar nicht mal abbrechen sollen. Piercing. She's taking things to ringside. And no countouts means she has the whole outside to play with. Dolan just mocking her opponent here. She will wisely return to the ring now. So, weiter in Mischel. I'm getting goosebumps. Rhea Ripley looking to force her opponent to quit. The prism trap is in. Look at the power of the nightmare. And the agony has no reason to end as we see her tapping out in pain. She looks hell bent on finishing things right now.
Into the ring now. Ooh, what a forearm club. So. Moves outside. What's the plan here? The mind games of Gigi Dolan on display right now. Countered it. Just in time. Schöner. Schöner Konter. Schöner Konter. Zoe wobbling, looking vulnerable. Und jetzt gibt's nochmal einen Finisher. And Raquel Rodriguez with an epic powerbomb. That might be enough to put them away for good. Anything to keep the competition. Gigi Dolan. What is she looking for? Here, tied up for the GG driver. And now she's hoping that'll provide the space she desperately needs. Jetzt bin ich benommen. She really has to act quickly before her opponent can recover. No two ways about this. Zoe Stark wants a fight. She heads into the ring. Ah, oh, look at this. Hair pull, mat slam. Oh. Look at this. Just. She's surely revving up, but she better put the rubber on the road already. Ooh. Elbow drop. Piercing. Ooh. Oh, perfect kick. She's taking this outside. This one cannot be lost by count out. Taking this to the floor. A bit of provocation from Dolan. Taking it to the floor. What's she gonna do? Forearm smash. Oh, schön. Boah, was für ein schöner Move. Unbelievable athleticism. Gentlemen, in the interest of self-preservation, I may have to excuse myself. Saxton, you hang tight. Let this play out. Ja, jetzt liegt natürlich die eine dazwischen hier, meine Tag-Team-Partnerin. Das sah natürlich jetzt ein bisschen unglücklich aus. Oh, strong. My goodness. Seated dropkick connects. Down to opponent and a double axe handle smash. She has her target weighed and measured. So, gibt's einen weiteren Finisher. The powerhouse Raquel Rodriguez and an impactful display of offense we just witnessed there. Doing what you gotta do to eliminate the competition. But can they follow up on this momentum? Can they make the climb? Look at her stumble back up. Promising double vision. Raquel looking to establish her dominance. Climbs back inside. And now that could provide her with a path to the top of the ladder. She's about to rise up to something catastrophic. Ooh! Ooh! Oh, kick! Nasty kick. Oh, man. Ooh, stinging kick. Double leg drop. Da arbeite ich das beide richtig gut jetzt. Gigi has to turn this around and quick. Connecting with a sharp elbow. She wants to finish this. Boom! What a clothesline. Hope you broke. And the top. Blocked the effort and cut them off with a shot to the gut. Oh! Two-handed choke slam. And now she's getting back into the ring. Oh, die drei hier, die Kommentatoren, die haben ganz schön zu tun, aber guckt doch mal, wie die immer mitagieren hier und aufstehen, ne? Die werden da nicht mal so ganz locker sitzen, finde ich eigentlich auch ganz gut. Die haben da schon Angst um ihre Gesundheit. Rodriguez holds her up. Top powerbomb. Crucial offense executed perfectly. You have to go big or go home in a ladder match, and they just went huge. Lots of potential for injury here at ringside. These superstars better be careful. The floor, the barricades, our table. None of these things are fun to collide with. She returns the favor there. Zoe Stark. Backflip. Backflip into the face buster. And now that could provide her with a path to the top of the line. Mal sehen, ob dieses Match noch in diesem Jahrtausend endet. Heading back to the ring. Effectively using the knee. Wow, what a pump kick. Zoe climbs. What's on her mind? Look at the height from
You can tell she wants to put an end to this. It's a tight spot for Gigi here. Down on a power bomb. And that could provide all the breathing room you need to climb a ladder. What? Zoe Stark. Das ist mal der Dame hier drin helfen von mir. She just carved a path for herself. Mal das erstmal aufstellen. Something in store for Raquel. Aua. Goodness, that looked bad. Huiuiui. Oh, weakening the leg. Müssen wir nochmal gucken. Objekt aufnehmen ist L1. Sollte ja für die Leiter dann auch gelten, ne? Looking for a high risk, high reward situation. Aua. Perched up top. Diving knee drop. At this point, this is incredibly ill-advised. You're in the middle of a match. Just continuing to dismantle their opponent. Getting back into the ring. Oh man, looks like her opponent's not gonna need a chiropractor. She begins to stir back up. But does it look good? So, so gucken, dass wir hier mal wieder auf die Beine kommen. The floor, what's she gonna do? The Aua. And Raquel looks rocked. Oh, good move. Attack. It's time for Raquel to tap into whatever she has left, or else things might get worse for her. Dolan gets countered. Ooh. Oh man, a little extra luster behind that kick. Rhea Ripley can kill with a smile and wound with her. Oh, sieht ausgeteilt jetzt. To the outside. This could get wild. Perhaps looking for some kind of equalizer here. All right, she's back in, ready to go. It's like a heat-seeking missile coming at you. And the explosion occurring ringside. Ah, die eine ist noch fit. So, mal abwarten hier. Stark looking to play a bit of the intimidation. Rhea Ripley with the riptide. And now is the time to act and go for that brass ring. What a clothesline! She was clearly waiting for that. Oh my goodness, what an impactful STO. Oh, oh. In the ring now. Taking flight. Body splash. Das war jetzt eine Vorlage für die anderen. Sag ich dir so, wie es ist. For once, I agree with you. Oh my gosh! Looks like that ladder set up perfectly in the center of the ring. Ooh. Oh my! Oh man! She's going under the ring now. Mann, ich will, dass die in den Ring geht und nicht da irgendwelchen Quatsch rausholt. Here we go, making that all-important climb up the ladder. I think this is it. Reaching up, this could be it. And Colt. Und das Match haben wir verloren. Aber trotzdem cool. Hat Spaß gemacht. Hätte natürlich schon früher probieren müssen, gerade wo die beiden Gegnerinnen dann doch relativ K.O. waren, hier an den Money in the Bank Koffer ranzugehen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg hier in den meine Fraktionsmodus geworden. Schreibt doch mal rein, wie ihr euch gefällt. Spielt ihr das im Rahmen von WWE unter den Leuten von euch, die es halt spielen? Oder lasst ihr das eher links liegen? Findet ihr das interessant? Haut einfach mal hier entsprechend auch Feedback rein. Und hat eigentlich durchaus Spaß gemacht. Auch wenn ich das Match verloren habe. Aber ich glaube, das kann man ja dann durchaus noch mal spielen hier. Mal gucken hier.
Na, ist schon ganz gut. So. Haben wir schon mal ein paar nette meine Fraktionspünktchen uns geholt. Wir können ja mal schauen, was ist so, was so die Packages kosten. Das wäre mal interessant zu sehen, dass man mal die Relation einfach hat. Wartet mal. So, wenn wir jetzt hier auf den Kartenmarkt gehen. Ah, ihr könnt euch wirklich alle anschauen. Aber wahrscheinlich nur... Ach, hier sind die Packs. Sorry, Leute, da hatte ich eben mal ganz kurz nicht durchgesehen. Oh, 9.900 meine Fraktionspunkte, Legends. Und dann vor allem auch hier nur ein Basispack. 10er Deluxe-Pack. Naja, gut, das ist ja klar. Das ist wieder das, wo man dann natürlich noch Euros scheffeln will seitens der Publisher. Mai. Es ist ja immer so, ich sage das immer relativ entspannt bei diesen Kartensammelmodi. Das ist ja alles auch kein Muss. Das muss man ja dann auch immer sagen. Ich persönlich würde hier nie reincashen, weil dafür wäre WWE bei mir auch gar nicht geeignet aus der aktuellen, ja, wie soll ich sagen, aus dem, wie mich das jetzt im Real Life interessiert, würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Aber nichtsdestotrotz, ist doch eigentlich schon alles auch ganz nett aufgebaut. Ne? Also klar, orientiert man sich da am großen Bruder NBA 2K, gar keine Frage. Das habe ich ja jahrelang auch doch mal mehr, mal weniger intensiv gespielt, kenne mich aber mit diesem Kartensammelmodus im NBA 2K sehr gut aus und von daher findet man sich natürlich hier in der Systematik auch grundsätzlich wieder, ne, mit den Spin-Codes, die man über Social Media sich suchen kann oder natürlich auch über Google im Netz generell. Ne, also das würde ich jedem von euch empfehlen, wer das ein bisschen intensiver hier spielt, da wird es immer relativ viel im Netz geben, da bin ich relativ sicher. Leute, auch hier wieder, haut Feedback rein. Wollt ihr mehr von diesem Modus sehen? Ich kann gerne auch dann mal die Tage einen Einsteiger-Guide machen für den einen oder anderen, dem hier die ganzen Zusammenhänge vielleicht noch nicht so klar sind. Wie gesagt, das mache ich dann in erster Linie auch von eurem Feedback abhängig. Mir gefällt der Modus auf den ersten Blick ganz gut. Der ist clean, ist klar strukturiert meiner Meinung nach. Und ja... Sieht eigentlich wirklich gut aus hier. Providing Grounds könnten wir vielleicht nochmal ganz kurz reinschauen. Ach, das sind diese Kapitel. Okay, verstehe. Hier seht ihr dann die Karten, die ihr gewinnen könnt. Klar, ne? Also hier sieht schon gut aus, aber wird natürlich dann schon auch echt knackig, ne? Weil ich sag mal, für die müsst ihr dann, glaube ich, schon dort auch die ganzen Belohnungen holen. Aber hey, why not? Ne, eine Herausforderung lebt auch davon, dass sie nicht im Handumdrehen gemacht wird. Das sieht auf den ersten Blick hier eigentlich auch ganz cool aus. Ultimate Warrior wäre durchaus eine persönliche Motivation, definitiv. Also sehe ich jetzt für mich schon. So kann man auch mal probieren. Aber wie gesagt, ich freue mich und bin auch echt auf euer Feedback gespannt. Dann lassen wir hier mal unser Startkapitel zu meine Fraktion so zum Ende kommen, auch wenn ich den letzten Kampf verloren habe, denke, man konnte ganz gut sehen, dass mir das durchaus Spaß macht und ja, wie gesagt, bin gespannt, wünsche euch weiter eine gute Zeit, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt, auch zu WWE 2K24, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt und natürlich auch nette Kommentare, wenn ihr Feedback geben wollt. Leute, bis zum nächsten Mal, reingehauen, ciao, ciao und bis dann. Mhm.